Da will ich ja doch wieder was Spezielleres. Aber ja, Army of Two. Bist du deppert. Army of Two war böse. Army of Two war richtig böse. Obdachlose. Aber Hauptsache auf lustige Kämpfer mit einer MP5, aber Hauptsache obdachlos. Okay. Also, die kann was anscheinend. Die kann was, die Alte. Bist du narrisch? Oh. Das holen wir sie schnell. Das holen wir sie schnell. Wenn ich schon da bin. Dann nehmen wir gleich mal die Information da. Einmal. Bist du narrisch? Ich kann nicht mehr. Wart. Den hole ich mir, den hole ich mir, den Huren. Ach so, so ist das. Na, bist du narrisch, oder was ist denn das für eine Scheiße? Was ist mit dir da? Drohnenruf, ziehe Drohnen auf deine Seite, Zielsuch Drohnen. Interessant. Der ist aber nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ja, aber Wahnsinn, Alter. Was ist denn das wieder für eine Scheiße, was da mal wieder verlangt wird? Ja, wieso nicht? Braucht eh keiner mehr. Und unbedingt mit dem Polizeiwagen will auch nicht unbedingt herumfahren, weil dann bin ich sowieso gleich der Gefickte. Opa! Muss gleich herumsuchen. Jetzt bin ich aber gespannt, Alter. Boah, wenn man die depperte Bloody Mary oder Meier machen, fahr. Ich glaube, dann kannst du sich die Chica mal aufschreiben. Die Geschissene. Oi, da schaut eh schon einer deppert. Von der Kripo. Das wird der Tui, ist jetzt nichts wert. Den sollte ein bisschen schneiden. Der muss geschnitten werden. Alter, ich vermisse diesen Sound. Von den Autos. Ich vermisse es nur. Das hört sich einfach nur wie so eine lächerliche Autobatterie an. Jedes Auto. Es tut einfach nur weh. Es tut einfach nur weh. Aber wenn es einen richtigen Sound wüsste, dann musst du fürs Bild spielen oder was anderes. Weil der Gran Turismo bist deppert, wenn das rauskommt. Boah. Das wird heftig. Ein Witz. Also, das ist der einzige Witz, was man hat. Also, der einzige Witz, was mir jetzt wirklich einmal auf die Idee kommt, wo ich wirklich wirklich so richtig gelacht habe, ist ein bisschen zwar nicht rechtsradikal, aber ja, es tut weh, den erzählen. Aber das erzählen, naja, also du wüsstest, und dann steht es mir nicht. Weil da muss man halt einfach einen schwarzen Humor haben. Es ist so. Da muss man halt einfach diesen gewissen Humor haben. Weil eben nicht, dass man jetzt glaubt, ich bin rechtsradikal oder sonst irgendwas. Nein, bitte. Jeder darf geliebt werden. Aber wenn man das auf irgendeine Art und Weise jetzt versteht. Die Security hier ist hochmodern. Ziemlich undurchdringlich. Außer natürlich, du schickst eine Drohne durch das Fenster, das einer von Mary Steppen offen gelassen hat. Achso, okay. Ja, wurscht. Ja, wurscht. Dann, warte. Wenn die fertig gerät haben. Einfach durch die Schächte. Fuck, was geht da? Sie benutzt diese Leute als Hausdiener. Gegen ihren Willen. An sich schon schrecklich. Aber 1 Million Mal schlimmer, wenn man weiß, dass sie als unfreiwillige Organspender enden. Boah, das tut weh. Das tut weh, Alter. Wenn du noch wüsstest, wie es da endest. Wir gar nicht wissen. Wie hoch ist denn eigentlich die Reichweite? Oder beziehungsweise, ob da nicht doch irgendeiner herumsteht und kontrolliert. Deine Einstellung ist wirklich miserabel, weißt du das? Bitte, ich brauche Hilfe. Schwachkopf. Nervst du andere eigentlich auch so wie mich? Ach, denn. Da schau ich jetzt mal rein. Ich glaube, den könnte ich mal mehr. Das könnte man nehmen. Mal schauen. Nee, ist sicher, oder? Nee, geht nicht, Alter. Was ist denn das für Blödsinn, Alter? Wieso kann ich mir das nicht nehmen? Really?
Können wir diesen ja sicher wahrscheinlich auch wieder nicht. Na, das ist ja die Hexe. Ärgster Schmutz. Ärgster Schmutz selber. Sieh sich einer diesen Ort an. Aber dafür kann ich das macht man also mit altem Gaunergeld. Die Kelly-Familie lebt schon lange gut vom Elend anderer Leute. Das Zeug hat sie im ganzen Anwesen. Sie waren also früher schon mal hier. Sind Sie so im Keller der Verbrennungsanlage von Southwark gelandet? Wir brauchten belastendes Material, also musste jemand hier rein und eine Wanze platzieren. Das hätte ich niemandem übertragen. Ihr habt gesehen, wie Mary mit den Menschen aus dem EPC umgeht und die Uniform der Bediensteten ist nicht schwer nachzumachen. Also bin ich rein. Ich wusste allerdings nicht, dass sie Wind von unserer Untersuchung bekommen hatte. Von meinem Team. Ich dachte, wenn ich nicht nach Lehrbuch vorgehe, hören die undichten Stellen auf. Aber sie wusste trotzdem, dass wir kommen. Sie hat mich gefoltert, um an die Namen meines Teams zu kommen. Sie wollte mich brechen, aber Bullen verpfeifen andere Bullen nicht. Dann stellte sich heraus, dass sie die ganze Einheit bereits kannte und sie im Visier hatte. Die Frau ist eine Bestie. Oh fuck, wissen Sie, wie knapp es war, dass Sie auch einen dieser Mikrochips in sich gehabt hätten? So bin ich auf der Schlachtbank gelandet. Es gibt viele Gründe, sie aus der Welt zu schaffen, aber es reicht nicht, ihr einfach eine Kugel in den Kopf zu jagen. Meine Freunde sind gestorben bei dem Versuch, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Das muss ich würdigen. Also, es ist so. Ich musste jetzt noch mit den Adi vorstellen. Kennst du mehr? Ich glaube, jeder sollte ihn kennen. Weißt du, dort wo die Leute eingekaut werden, sag mal, in die wunderschöne, gesmokte Räucherkammer. Passt. Hat er meine. Tut abschließen. Tut den Schalter betätigen. 5 Minuten später kommt er wieder rein. Muss er natürlich hieße. Geht rein, ist der Havarer noch immer nicht hier. Das gibt's ja nicht. Wieso ist er nicht hier? Also ich dachte, na gut, passt. Wurscht. Macht wieder zu. Tut wieder den Schalter betätigen. Schaut wieder eine. Steht er noch immer da? Tut irgendwas deppert herumdeuten. Irgendwas, wo er sich denkt, der gescheißen, du Mist. Du Volltrottel, du. Macht wieder zu. Tut wieder den Schalter betätigen. Geht eine. Das gibt's ja nicht, Alter. Wieso lebt denn die Havara? Nur immer. Das ist ja Wahnsinn. Deutet nur immer so ein deppert. Jetzt hat es ihm gereicht. Weißt du, nochmal Schalter betätigt. Und 5 Minuten später ist wieder hingegangen, wieder Schalter betätigt. 10 Minuten später. Also ich dachte, okay, mashallah. Schaut wieder rein. Hat der Habsche noch immer gelebt? Das gibt's ja nicht. Wie kann der noch immer leben? Hat er die ganze Zeit Zeit? Also er hat ihn gefragt gehabt, das gibt's ja nicht, Alter. Wieso stirbst denn du nicht? Hat er ihm die ganze Zeit Zeit, hörst du voll Idiot. Das Fenster ist offen. Boah, der ist gut. Aber böse. Böse, aber gut. Böse, aber gut. Von der ersten Seite. Aha, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das geht eh voll easy, voll easy. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt. So, dann da auch noch. Na, sehr schön. Und dann geht das eh schon wieder auf. Tada! Alter, und jetzt hoffen wir, dass wir da gescheite Informationen daher kriegen von der Alten. Ich bin gespannt. Vielleicht brauchen wir den Roboter, Spider-Bot dazu. Das kann eh möglich sein. Aber mal schauen. Nee, geht doch so. Maschala. Wirklich weiterfegt. Denkst du so, besser nichts mehr. Nein, T-Shirt. Sieh dich nur an, Schätzchen. Was du dir angetan hast, nach all dem, was ich für dich getan habe. Du hast mich versklavt.
Uns alle. Bitte, lass mich gehen. Lass mich gehen. Nimm das Ding raus. Und so dann genial. In dein altes Leben. Zurück zu nichts. Zurück zu den 2,5 schreienden Gören, einem ausweglosen Job und Arbeitslosengeld. Das willst du nicht. Dieser Mikrochip ist beängstigend, aber ich muss doch meine Ware im Auge behalten, nicht wahr? Ware, Alter. Und dieses Küchenmesser, das geht nicht, Schätzchen. Die Schnitte wirken sich auf meinen Gewinn aus. Oh. Nein, ich kann so nicht mehr leben. Nein, da hast du recht. Aber das ist in Ordnung, Schätzchen. Ich brauch dich für was anderes. Fink weiter! Vergiss nicht, allen davon zu erzählen. Du weißt, wo sie hinkommt. Bring die 2 und den Rest zum Veranstaltungsort und mach sie verkaufsbereit. Sofort, Ma'am. Die ausländischen Investoren sind bereits gelandet und die Drohnen programmiert. Wir sind bereit, die Einladungen und Koordinaten an die Gäste zu verschicken. Rieche ich da etwa Initiative, Peter? Initiative kann eine gefährliche Sache sein. Oi. Kann man es verstehen? Du dürfen nicht einmal so Hocken machen bei derer. Bist du bei dir dann Stock in Arsch? Verdammte Scheiße. Okay, wem wundert es, die will ja keiner. Und dann nur die ganze Zeit mit der Chick in der Pub, Alter. Während den Vögeln bekommen. Wahrscheinlich auch noch. Oh, die Chick freut mich so gut. Man muss krank im Kopf sein, um sich Killer-Mikrochips auszudenken. Krank im Kopf, aber auch ziemlich genial. Perfektes Psychoprofil für eine Gruppe wie Zero Day. Gut zu wissen, dass der weitergefahren ist. Mir ist egal, mit wem sie zu schaffen hat, Bagley. Sie hält diese Leute als Sklaven. Das war aber meins, gell, Ziggy? Als würde sie sie verkaufen. Ich will aber kein Taxi. Taxi gefällt mir nicht. Das ist der Mikrochip. Er wollte schon wieder. Er wollte schon wieder flattern. Und deine Organe werden verkauft. Mann, keine Ahnung, was schlimmer ist. Dedzek, wir müssen zu dieser Sklavenauktion und alle Informationen sammeln, die wir kriegen. Der Ort wird auf den Einladungen stehen. Die hat sie noch nicht verschickt. Aber wenn sie das tut. Bagley überwacht die Drohnennetzwerke. Melde dich, wenn Mary ihre Flotte losschickt. Fürs Erste bleibt uns nur abzuwarten. Ich melde mich, wenn ich was Interessantes höre. Danke, Dedzek. Nee, ich bin gespannt. Okay, alles hier auch noch. Ah, nette Maske. Dann sagen wir eher, wenn du mir nichts anzeigst, oder sagen wir Mission, oder? Oh, jetzt haben wir mehrere. Was wollen wir? Nehmen wir einfach das erste. Beinhart, das erste. Kelly Kapitel abgeschlossen, was? Jetzt schon? Da wir hier auf unsere Einladung zu Mary Kellys geschmackloser Motto-Party warten, können wir uns auch um die wichtigen Dinge kümmern und das Geheimnis um Zero Day lüften. Wer sind sie und warum wollen sie Dedzek die Bombenanschläge anhängen? Hey Beck, sag schon was. Wie schön, dass du fragst. Heute hat der große KI-Detektiv 2 Spuren für seinen Spürhund. Wir müssen uns offensichtlich um Albion kümmern, aber ich habe auch eine ungewöhnlichere Spur für dich. Im Dark Web gibt es eine neue Hacktivistengruppe namens 404. Aber denen geht es wohl nicht um Spaß, sondern um die brutale Veränderung der Gesellschaft um jeden Preis. Läutet da was bei dir? Tja, wir haben ein paar Optionen, das in Angriff zu nehmen. Ich habe beide in deiner Optik markiert. Ja, zu dem Thema, was soll ich genau sagen? Was der jetzt, sie ist, es verkauft sich.